Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Oblivion. Ja, wir haben die Hauptquest mittlerweile beendet, aber wir haben hier noch ein paar andere Aufgaben vor uns. Zum Beispiel das Haus in Chardinal vervollständigen, Suche nach der Diebesgilde. Ich würde mit der Diebesgilde anfangen. Ein Bettler sagte mir, wenn ich Graufuchs finden wolle, müsste ich nach dem Garten von Derelov im Haftviertel der Kaiserstadt Ausschau halten. Graufuchs ist der einzige Hinweis bezüglich der Diebesgilde, die ich habe. Das heißt, ich muss dahin, dass, und da wir ja gerade bei der Kaiserstadt sind, mache ich mich direkt auf den Weg dahin. Gruß dem Helden von Cyrodiil. Ja, Gruß dem Helden. Wir werden ab jetzt abtrünnig. Uns der dunklen Seite widmen. Was braucht ihr, Meister? So. Und mal gucken, Wie schön, euch zu sehen. Wie gut das für uns ausgeht. Vor allem auch mit der Rüstung, die wir noch kriegen sollen. Mit der, wir sind am... Mit der Drachenrüstung. Ob das vielleicht die beste Rüstung ist, die man kriegen kann? Ich weiß es nicht. Oder ob doch die Daedra-Rüstung der beste ist. Aber ich will mich jetzt auf den Weg machen, mich endlich mal der Diebesgilde anzuschließen. Jeder spricht über den großen Sieg. Hier muss ich suchen, oder? Was hier? Ist hier irgendwie was? Kann hier nichts machen, ne? Steht da irgendwie noch was bei? Ich nach dem Garten von Dorald im Hafenviertel der Kaiserstadt Ausschau halten. Das König Hellseed sich mit dem Haus Drees verbindet. Zusammen zerlegen sie den Kadaver des zerstörten Indoheil. Angesichts der gewalttätigen Vergangenheit von Morrowind ist dies nicht überraschend. Wir können nur hoffen, dass die Probleme schnell ein Ende finden werden. Lasst mich in Ruhe. Morgen. Amusal. Was? Was habt ihr zu berichten? Das heißt, dass König Hellseed sich mit dem Haus Drees verbündet hat. Zusammen zerlegen sie den Kadaver des zerstörten Indoril. Morrowind war schon immer ein beunruhigender Ort. Jetzt scheint dies umso mehr zuzutreffen. Lasst mich in Ruhe. Ihr seid's. Hi. Magst du mich nicht, oder wie? Die Barden werden noch Jahre damit verbringen, Lieder zu euren Ehren zu komponieren, dass wir solche Zeiten überleben durften. Da bin ich gespannt. Gerüchte. Alles bleibt liegen, um unsere Erlösung vom Bösen zu feiern. Dank sei Akatosh und seinem Diener Martin. Sicherlich. Ah, 82, okay. Wir sind bei 82 Sympathie. Seht euch vor! Aber... Das hier ist der Garten Derelov. Warte mal. Ne, das ist nichts. Bin ich auch während der falschen Uhrzeit hier? Wir wohnen ja hier. Was, wenn ich jetzt... Es ist 12 Uhr. Machen wir bis 10 Uhr abends. Würde ich sagen. Und dann... Mal gucken. Vielleicht kommt da jetzt jemand. Huni Ankus? Hi!
Amusei? Vielleicht irgendwie was? Ich... Beobachtet er mich, oder... Ich verstehe jetzt nicht, was ich machen muss. Schönen Tag. Seht euch vor. Ich möchte nicht darüber sprechen. Speichere einmal. Vespa verstecktes Bettlers. Ich habe nichts geklaut, ja? Irgendwas? Tür zur verlassenen Hütte. Wie geht es euch? Branas Letro? Wie war das eigentlich zum Schluss im Tempel? Hat Martin zur Vernichtung Dagons wirklich die Macht von Akatosh herbeigerufen? Ja. Bezüglich Graufuchs? Oh, das ist dieser gesuchte Verbrecher. Ist er nicht ein Meisterdieb? Ich hörte, er sei auch gefährlich und das Bettler für ihn spionieren. Irgendwelche Gerüchte? Jeder möchte wissen, was sich im Tempel wirklich zugetragen hat. Was ist mit Martin passiert? War der feurige Drache wirklich Akatosh? Auf Wiedersehen. Geschichte des Kaiserreichs, Band 1. Ein Sack. Braune Pfanne. Ja, ich lasse ihm sein Essen. Amusei? Ihr wünscht ebenfalls, der Diebesgilde beizutreten? Vielleicht sind wir bald Brüder im Schatten. Nur Armand kann das sagen. Nur Armand kann das sagen? Bist du Armand? Ankus. Ah. Wie verteilt? Ihr sucht also auch die Diebesgilde. Armand Christophe entscheidet, wer würdig ist und wer nicht. Ich habe mich jahrelang auf den Beitritt zur Gilde vorbereitet. Wenn ihr nett zu mir seid, zeige ich euch vielleicht ein paar Tricks. Okay, muss ich jetzt auf Armand warten? Armand? Kennen wir uns? Ich suche den Graufuchs. Ihr sagt, ein Bettler riet euch, mich aufzusuchen? Das genügt mir. Die Bettler sind die Augen und Ohren des Graufuchses. Er ist der König der Diebe in Cyrodiil. Ihr könnt ihn als unseren Gildenmeister bezeichnen, obwohl er diesen Titel ablehnt. Ich möchte der Diebesgilde beitreten. Nun sind alle da. Lasst uns beginnen. Jeder von euch wünscht, in die Diebesgilde aufgenommen zu werden. Die Diebesgilde ist kein Märchen. Wir sind die Anhänger des Graufuchses und ich bin der Gildenälteste. Allein dadurch, dass ihr mich gefunden habt, habt ihr den ersten Test bestanden. Es ist sehr ungewöhnlich, dass sich drei mögliche Neulinge gleichzeitig bewerben. Anstelle eines normalen Tests eurer Fähigkeiten müsst ihr einen Wettstreit austragen. Das ist nicht fair! Miss Rethel, ihr kennt die Regeln. Für Amusei und den Neuling werde ich sie jedoch noch einmal klar darlegen. Wer mir das Tagebuch des Amantius Alectus bringt, ohne ihn zu töten, wird in die Gilde aufgenommen. Ha! Noch vor Sonnenaufgang wird es in meinem Besitz sein. Es befindet sich irgendwo in der Kaiserstadt. Die Bettler helfen euch gegen Bezahlung. Ich kann euch Dietriche verkaufen, wenn ihr sie braucht.
Noch etwas. Ihr dürft euch während dieses Wettstreits nicht gegenseitig töten. Wir mögen Diebe sein, aber wir sind keine Mörder. Ich habe mit Armand Christoffel, Mitglied der Diebesgilde, gesprochen. Er gab mir die Möglichkeit, der Gilde beizutreten. Jedoch muss ich zuvor gegen Methredel und Amuzai, zwei weitere Diebe, antreten. Wem von uns es gelingt, Amantius Alectus Tagebuch als erster zu stehlen, wird in die Diebesgilde eingeführt. Es befindet sich irgendwo in der Kaiserstadt. Ich schalte das mal aktiv. Vielleicht lebt er im Die rennt schon los. Warte mal. Nee. Jeder möchte wissen, was sich im Tempel wirklich zugetragen hat. Was ist mit Wo ist denn der Typ? Möge der beste Dieb gewinnen. Okay, ich schalte das aktiv. Warte, was ist hier jetzt aktiv? Hä? Er hier? Hä? Pirat? Holla, holl, der Herrin von Wegrast. Holla, holl, der Herrin. Sei mein. Oh, ich werde dich wiedersehen. Wo muss ich hin? Muss ich ihn wieder rein, oder wie? Ich hoffe, ich habe jetzt unendlich viel Zeit. Hä? Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Holla, holde Herrin von Wegrast. Holla, holde Herrin. So, ich habe mit Armand Christoph. Er gab mir die Möglichkeit, der Gilde beizutreten. Jedoch muss ich zuvor gegen Metrin und Armand so zwei weitere Diebe antreten. Wem von uns es gelingt, Amantius Alectus Tagebuch als erster zu stehlen, wird in die Diebesgilde eingeführt. Befindet sich irgendwo in der Kaiserstadt. Irgendwo in der Kaiserstadt. Bloß wo? Drinnen in der Kaiserstadt? Ich grüße euch. Ich habe keine Ahnung, wo ich suchen muss. Vielleicht lebt er im Elfengartenbezirk. So, ich öffne mal die lokale Karte. Warte. Von einer Münze kann ich einen ganzen Tag leben. Ich hab deine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Amantius Alectus? Für euch immer. Er lebt im Tempelviertel ganz im Osten. Okay. Möge Arkai euch sehen. Im Tempelviertel ganz im Osten. Ah, die Bettler erzählen mir wohin. Ich werde gleich auffallen. Amantius Alectus? Ich habe Methredel und Amuzai in Sachen Amantius Tagebuch geschlagen. Jetzt heißt es zurück zu Aramant und Darylaus Garten um Mitternacht.
Ich hab's geschafft. Das war aber auch knapp. Sprecht. Fragt immer nach Gerüchte. Könnt ihr Okay. Ja, Gerüchte fragen wir so oder so immer. Weil dadurch uns eventuell neue Quests auch freigeschaltet werden, sag ich jetzt mal. Grüße. Wie kann ich euch helfen, Meister? So. Ja, ihr könntet der Richtige sein. Diebesgilde-Test? Meinen Glückwunsch! Ihr seid mit dem Tagebuch zurückgekehrt. Ihr habt euch die Aufnahme in die Diebesgilde verdient. Ihr seid nun Gildenmeister Graufuchs unterstellt. Er hat drei Richtlinien aufgestellt, die ihr befolgen müsst. Okay, die drei Regeln bitte. Erstens, bestehlt niemals ein anderes Gildenmitglied. Zweitens, tötet niemanden bei eurer Arbeit. Dies ist nicht die dunkle Bruderschaft. Tiere und Monster dürfen notfalls getötet werden. Drittens, bestehlt nicht die Armen. Bauern und Bettler stehen unter dem persönlichen Schutz vom Graufuchs, vor allem hier am Hafen. Okay, Aufträge? Hieronymus Lex? Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache. Er liegt in Fehde mit der Diebesgilde und dem Graufuchs. Vor 2 Jahren machte ich ihn öffentlich lächerlich, als er versuchte, mich zu verhaften. Lex hat dies nie vergessen. Ich hoffe, den sehen wir auch mal. Ich zahle meine Geldstrafen und Gaben. Ihr könnt gegen euch verhängte Geldstrafen bei der Wache erbringen, die Zeit absitzen oder mir die Hälfte zahlen und mich machen lassen. Ich werde mein Problem allein lösen. Das ist eure Gefängnisstrafe, nicht meine. Ja, was ist mit dem Graufuchs? Die Mitglieder der Diebesgilde haben ihm geschlossen die Treue geschworen. Wenn es so etwas wie einen Gildenmeister gibt, so ist er's. Okay, habt ihr Aufträge? Arbeit? Wir sind Diebe, keine Steinmütze oder Schreiberlinge. Als Dieb seid ihr auf euch allein gestellt. Sucht ein Haus, das gute Beute verspricht. Seht nach, ob der Eigentümer da ist. Wenn er fortgeht, brecht ein und stehlt etwas. Ihr braucht weder eine Erlaubnis noch Befehle dafür. Ihr werdet allerdings feststellen, dass ihr Diebesgut nur an Hehler der Gilde verkaufen könnt. Die meisten anderen Kaufleute nehmen keine heiße Ware. Okay, also arbeiten wir alle alleine? Nun, manchmal erhält die Gilde einen besonderen Auftrag. Ihr wisst schon, garantierte Bezahlung, um gewisse Objekte für besondere Kunden zu erwerben. Ihr solltet gelegentlich euren Doyen fragen, ob er Aufträge für euch hat. Okay, und was sind mit Spezialaufträgen? Ihr müsst mehr Erfahrung sammeln, bevor ich euch bezahlte Aufträge geben kann. Onga ließ mich wissen, dass ihr noch nicht viel Beute abgeliefert habt. Wenn ihr der Diebesgilde durch den Verkauf gestohlener Gegenstände an Onga genug Geld eingebracht habt, habe ich vielleicht etwas für euch. Dann kommt zurück. Okay, Informationsquellen? Die beste Informationsquelle sind Bettler. Ihre Augen und Ohren sind fast überall. Es wird euch aber ein paar Münzen kosten. Sie erzählen euch nichts ohne Bezahlung. Jedenfalls nichts Wahres. Okay, über die Diebesgilde, was könnt ihr mir noch erzählen? Was wollt ihr wissen? Und wenn ich jemanden töte, was passiert da? Brecht ihr eine der 3 Regeln, so werdet ihr aus der Diebesgilde ausgeschlossen. Wenn ihr mordet, müsst ihr für eine Wiederaufnahme in die Gilde den Blutpreis zahlen. Der Blutpreis gilt für jedes eurer Opfer. Ihr könnt bei jedem Gildenältesten bezahlen. Okay, Was wollt ihr wissen? Wie sieht's dann aus, und wenn ich von einem Dieb aus Versehen stehle? Ihr wurdet aus der Gilde ausgeschlossen. Zahlt Strafe bei einem Gildenältesten, wenn ihr wieder hinein wollt. Das ist eure Gefängnisstrafe, nicht meine. Über die Diebesgilde. Was wollt ihr wissen? Wo kann ich einen Hehler finden? Die besten Hehler arbeiten nur mit Diebesgildenmitgliedern höheren Ranges zusammen. Hier eine Liste mit Leuten, zu denen ihr gehen könnt. Ogna der Hehler? Onga wohnt in Brumar. Er hat nicht viel Gold, aber nur bei ihm könnt ihr heiße Ware verkaufen, wenn ihr neu in der Diebesgilde seid. Okay, über die Diebesgilde. Was wollt ihr wissen? Da gab's noch mehr. Was ist ein Gildenältester? Die Doyen sind die Hände und Augen der Gildenmeister. Von ihnen erhaltet ihr eure Aufträge. Dafür tun sie euch Gefallen. Ich bin der eine Doyen und Scriva ist der andere.
Wo finde ich die Diebesgilde eigentlich? Schatten mögen euch verbergen. Armand sagt, er habe keine weiteren Aufträge für mich, bis ich mehr Diebesgut an Ongar, den Hehler, verkaufe. Ich werde Diebesgut im Wert von etwa 250 Goldstücke benötigen, bevor er mir ausreichend Vertrauen schenkt. Ah, okay. Durch eure Verbrechen seid ihr des Besitzers der Reliquien des Kreuzritters nicht mehr würdig. Bereut eure Sünden, wenn ihr wieder die Gunst der Götter erlangen wollt. Gut zu wissen. Geht wohl. Hallo? Okay, wo kriege ich jetzt am besten Diebesgut her? Und weil ich jetzt Dieb bin, aber ich habe noch gar kein Kopfgeld, oder? Warte mal, ich habe eine Idee. Hat der auch einen anderen Eingang? Nee, oder? Kaiserliche Handelsgesellschaft? Warenhaus? Geschäftsbüro? Klauen wir mal ein bisschen. Im Wert von 250 Gold. Haltet auf der Stelle ein, Abschaum. Niemand bricht das Gesetz während meiner Wache. Ich konfisziere eure gestohlene Ware. Zahlt jetzt eure Strafe oder ab ins Gefängnis. Ja, hier. Das ist das Prozedere. Wir gehen zum Schloss. Erst durchsuchen wir euch und konfiszieren alles an gestohlener Ware. Dann zahlt ihr eure Strafe und wir lassen euch frei. Habe ich noch den Kajidring? Ja, Meister. Kajar? Braucht ihr mich? Ja, Meister. Braucht ihr mich? Warte mal. Habe ich noch den Kajidring? Ich habe den Ring der Khajiit nicht mehr, kann das sein? Der, mit dem ich unsichtbar werden kann, oder warte mal. Habe ich den vielleicht hier reingetan? Ich frage mich, ob die mir noch wohlgesonnen sind. Kommandant? Der drescher Bogen, jede Menge Pfeile. Ring der Khajiit, ja, den haben wir noch. So, was kann ich hier eben einlagern? Die Pfeile auf jeden Fall, der Rischer Zackenpfeil. Also die Pfeile, wollte ich sagen, Kaviri-Katan, schmeiß ich weg. Indares Siegelring, pack ich auch mal weg. Waldemars Schild. So, einmal kurz gucken. Khajiit-Ring. So, dadurch sind wir jetzt unsichtbar und niemand kann uns beim Stehlen beobachten. Wenn ich jetzt nochmal zurück in die Kaiserstadt reise, komm in den Hafen.
Wird uns niemand sehen können, ne? Gold nehme ich immer mit. Ich bin froh, dass ich den Ring der Khajiit habe. Hier gar nicht, ne? Außer höchstens Gold. Wenn ich Gold klaue im Wert von 52, zählt das dann auch? Leitfaden für Chedinal. Also bis jetzt lohnt, tut sich's nicht. Müsste vielleicht einen Laden ausrauben. Okay, wir gehen noch mal in die Stadt richtig rein. Suchen uns da einen Laden und plündern den aus. Hab Mitleid. Nur ein. Was für eine nette Person. Ich bin unsichtbar. Wie können die mich sehen? Also mich ansprechen. Ah, hier war ja das eine Tor. Ihr seht aus, als wärt ihr geschickt im Führen der Klinge. Hier war, glaube ich, auch eins. Ich glaube, hier nach dahin war auch ein großes und dann hier so quer war noch ein kleines. Ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr es euch überlegt? Sicher, wie kann ich helfen? Ich würde sonst nie an einen Fremden herantreten, aber es schien Ghislaine so dringlich. Bitte verzeiht mir meine Dreistigkeit. Es ist in Ordnung, Ralsa, fahrt fort. Hab Dank. Ghislaine übertreibt gerne, aber in diesem Fall klang er sehr ernst, was mir etwas Sorge bereitet. Er sagte, die Angelegenheit, in der er Hilfe bräuchte, sei von äußerster Dringlichkeit für die Bewohner der Kaiserstadt. Ihr sollt ihn bei Seridurs Haus treffen, das sich im Tempelbezirk befindet. Er sagte, alles Weitere erführet ihr dort. Mehr soll ich euch nicht bestellen. Keine Sorge, ich gehe. Hab Dank. Er wird sich gewiss freuen. Ich muss jetzt gehen. Gehabt euch wohl. Orden des tugendhaften Blutes? Eine Dulmen namens Ralsa Narvalo kam auf mich zu und sagte mir, dass jemand Unterstützung bräuchte in einer Angelegenheit, die sie als von allergrößter Wichtigkeit für die Sicherheit der Bürger der Kaiserstadt bezeichnete. Sie sagte, ich solle mich mit Ghislaine im Haus von jemandem namens Selidur treffen. Und zwar soll ich dort in alles eingeweiht werden.
Aber ich mache jetzt erstmal die Diebesquest. Und jetzt die Diebesgilde fertig machen. Hallo? Ich muss den einen Ring da ausziehen. Warte mal. Ring der Diebe. Ich zieh den an. Was braucht ihr, Meister? Solange mich niemand sehen kann, mit dem Ring der Khajiit, Gruß dem Helden von Sion, kann ich klauen, wie ich will. Ich grüße euch. Und bekomme kein Kopfgeld, oder? Seid gegrüßt. Also beste Voraussetzung für die Liebesgilde. Den Skelettschlüssel und den Ring der Khajiit. So, göttliche Eleganz. Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Ja, hier. Das darfst ein du gutes haben. Ge- das darfst du haben. Das darfst du haben. Läuternde Flamme darfst du haben. Das klingt nach. Die Akaviri-Dinger. Das darfst du haben. Beehrt uns bald wieder. Jo. Seht euch vor. Hauen und stechen. Hier eine einzige Sache im Wert von über 250. Das wäre 3 wert. 35, 40. 125. 100 Hey, das gehört mir! Wachen, wachen! Hier nochmal 60. Halt! Ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe oder ihr landet im Gefängnis. Die gestohlene Ware ist hiermit sichergestellt. Verdammt. Ja, hier. Das ist das Prozedere. Wir gehen... Ich dachte, er sieht mich nicht. Ich hab doch den Ring der Khajiiti. Ja, Meister. Braucht ihr mich? Muss ich wahrscheinlich nachts machen, ne? Warte mal. Waffenschmied, Athletik. Was wäre, glaube, Sicherheit. Öffnet verschlossene Türen und behält damit die. Ne, schleichen hier. Räumt anderen die Taschen aus und bewegt euch lautlos und ungesehen. Wenn ich jetzt ein bisschen so am Schleichen unterwegs bin. Jetzt noch mal 10 Stunden warte. Ne, noch ein bisschen. Noch mal 4 Stunden. Oder 3 zumindest. So. Komm, das ist, ne? Ach, hier nicht noch irgendwas viel wert?
50, 45. Wenn ich hier jetzt nochmal gucke, 180, 50, das sind schon mal 230. Okay, wir sind auf jeden Fall über 250. So, und jetzt zu Ronald, oder wie er hieß. Guten Abend. Findet ihr an Rabattzaubern auch etwas komisch? Bei einigen Dingen sollte man nicht glauben. Sprecht. Wo muss ich jetzt genau dafür hin? Ich höre. Warte mal. Eine Sache muss ich jetzt eben kurz gucken. Wo war denn das hier? Ruhm ist auf jeden Fall 150. Schande ist bei 2. Wo muss ich hin? Ah, okay, wir müssen jetzt nach Luma. Okay, auf nach Luma. Kleine Schlammkrabbe, die ist mir jetzt egal. Ich bin unsichtbar, wie kann die mich sehen? Mach mal so, vielleicht im Schleichen. Skillen wir mal ein bisschen. Sieht ein bisschen doof aus, aber wir sind auch ganz schön schnell dafür. Aber vielleicht skillen wir unsere Schleichattribute dadurch sehr, sehr schnell. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir es auf diese Art dann hin, sehr schnell Meister im Schleichen zu sein. Er hat sich jetzt schlecht verbessert. Oh, okay. So, mal gucken. Ob sich das bessert. Wir sind nicht gerade schnell, aber dafür sind wir schneller, als wenn wir so laufen würden. Ne, das erhöht sich gar nicht, ne? Dann lieber rennen und springen. Die Akrobatik und Athletik zumindest voll kriegen. Aber ist bei der Diebesgilde dann nur in irgendwelche Häuser immer wieder einbrechen oder kommt da noch eine richtige Quest? Ich weiß auf jeden Fall noch in Skyrim,
Da war das so, dass wir, wenn wir diese ganzen Aufträge machen, und ich glaube in jeder Stadt in Skyrim einmal irgendwie dort, ne, fünfmal einen Auftrag pro Stadt gemacht, ob nun für Mercer oder für Vex. Wenn man fünfmal pro Stadt gemacht hat, kommt ein neuer Laden in die Rattengasse. So, sind da auch noch Banditen? Nee. Jetzt gern ein paar Banditen, ja? Ja, aber wer weiß, vielleicht kriege ich hier... Also vielleicht ist es so, dass ich hier erstmal ein paar Diebstähle mache. Dann war ja da das mit diesen Aufträgen. Dass man dann einen Auftrag kriegt, einen Spezialauftrag. Und nachdem wir den Auftrag... erledigt haben, müssen wir dann wieder irgendwie in die Diebstahl begehen, aber diesmal dann wahrscheinlich von 500 Gold und dann steigert sich das auf 1000 Gold, bis man wieder den nächsten Auftrag bekommt. Ich glaube, so in etwa könnte das wahrscheinlich hier sein. Ich hätte jetzt gerne ein paar Banditen hier. Wirklich. Gegen Banditen habe ich nicht. Sie können ja hin und wieder mal was Daedrisches ja spawnen. Mitbringen. Und dadurch hoffe ich, dass ich gleich ein Daedrisches Schild, die Daedrischen Armschienen oder ein Daedrisches Langschwert bekomme. Oder noch besser, Daikatana. Seid gegrüßt. Wie ich sehe, seid ihr einer der Graufuchsleute. Braucht ihr vielleicht einen Hehler? Ja. Was wisst ihr über den Graufuchs? Er ist schon ewig dabei. Er fungiert schon mindestens seit 300 Jahren als Anführer. Ich bin nicht mal sicher, ob er ein Mensch ist. Könnte sein, dass er ein Elf ist. Irgendwelche Gerüchte. Habt ihr schon der Untergang des Drachen gehört? Fasst dir ein Herz, rief der mächtige Held. Er sah zu Dagon auf und verfluchte dessen garstigen Namen. Okay, Mein Lieblingskunde, was habt ihr denn? Was habt ihr denn? So, eins, zwei, wo ist der Driss? Drei und vier. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Ich brauche ein Nickerchen. So, sonst noch irgendwas? Schatten mögen euch verbergen. Ich habe mein Ziel erreicht und Diebesgut im Wert von über 50 Goldstücken verhökert. Ich sollte mal bei Armand vorbeischauen. Vielleicht hat er ja was für mich. Hallo! Armand? Ist wieder dort? Oh, und wir können zum Mephala einmal kurz rübergehen. Den Schein von Mephala einmal vielleicht kurz aktivieren.
Es fängt an zu schneien. Okay, wir müssen ganz nach Süden erstmal. Oh, ich finde schön, dass es jetzt gerade schneit. Was, sind wir nicht jetzt schon aus dem Eisgebiet weg? Hier schneit es immer noch. Ha! Bäh. 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 Okay, jetzt aufpassen. Bäh. Das wird jetzt sehr, sehr knapp. Und haben wir aber auch noch eine Eileidenstadt. Und ein Minum. So, was haben wir hier entdeckt? Wie heißt denn der Ort? Anga. Wo ist Kor Anga? Weiter in die Richtung. Ah, da. Sehe ich schon auf der Minimap. Da unten? Ne, ist weiter hier oben noch, ne? Mephala Schrein. Ich bin nicht der, den ihr sprechen wollt. Okay. Ihr wahrscheinlich. Ich bin nur ein einfacher Bittsteller. Sprecht mit dem Dunkelelf mit der Robe. Okay. Ihr? Ihr nähert euch dem Schrein von Mephala. Die Netzknüpferin beobachtet euch, Fremdling. Schrein von Mephala? Mephala lässt die Sterblichen an ihren Fäden tanzen, wie es ihr gefällt. Seid ihr sicher, dass ihr eine Audienz bei der Netzknüpferin begehrt? Ja, ich wünsche eine Audienz. Wenn ihr zwischen Mitternacht und Morgendämmerung etwas Nachtschatten für Mephala am Schrein zurücklasst, gewährt euch die große Netzknüpferin vielleicht eine Audienz. Okay, Nachtschatten. Seht euch vor. Gehen hier wieder runter. Autsch. So, bis zur Kaiserstadt haben wir aber unser Leben wieder voll. Wie kann ich euch helfen, Meister? Fragt mich, wie die alle reagieren werden, wenn mein Ruf komplett hinüber ist. Dass ich der Diebesgilde beitrete, danach der dunklen Bruderschaft und dann noch ein Dedragott werde. Ich, soweit ich weiß,
Shivering Isles wird man selber ja zu, wird man selber zu Sheogorath. Aber wie genau und so weiter, die Story habe ich noch nicht selber gesehen oder so. Weiß nur, man wird das. So, Leben ist voll. Ach, weißt du was? Wir machen Querfeld ein. Querfeld eines besser als außenrum. Hier ist noch eine Nierenwurz. Synderion wird sich freuen. Wir haben noch eine gefunden. Dubiosa Sam? Verdammter Dieb. Ich hoffe, sie knüpfen ihn auf, wenn sie ihn kriegen. Aber er entwischt immer wieder. Die Bettler sind seine Augen und Ohren. Was darf ich euch anbieten? Aha. Er ist ein Gifthändler hier. Aber hat was, hat ein Problem. Also gegen Mord hat er nichts. Wahrscheinlich. Oder Leute zu vergiften. Aber wenn man klaut, das ist schon würdelos. Ein bisschen Leben verloren, aber wir sind jetzt hier, wo wir hin müssen. Ich hoffe, er wartet noch da hinten. Noch? Ja. Uhr morgens. Ach komm, machen wir erstmal auf 20 und brechen gleich ab, wenn es spät genug ist. So. Da ist er. Ah, unser neuer Taschendieb. Arbeit? Wir sind Diebe, keine Steinmütze oder Schreiber. Als Dieb sein, wenn er vor... Ihr werdet... Ihr... Der Graufuchs hat mich angewiesen, mich um ein Problem zu kümmern. Und ich gebe es an euch weiter. Hieronymus Lex trieb von allen Leuten hier im Hafenviertel Steuern ein. Euer Auftrag ist es, diese Steuergelder wieder zu beschaffen. Seid ihr dazu bereit? Das scheint für Diebe sehr ehrbar zu sein. Wo ist Hieronymus Lex? Er ist Hauptmann der kaiserlichen Wache und ein Narr. Er ist einer dieser Typen, die auf Recht und Ordnung pochen. Er hegt einen Groll gegen die Diebesgilde und besonders gegen den Graufuchs. Lex hat es sich zur Mission gemacht, den Graufuchs zu fangen.
Der Graufuchs ist seit über 300 Jahren Anführer dieser Gilde. Er hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Okay, warum kümmert das den Grauen Fuchs? Ich frag nur. Der Graufuchs ist seit über 300 Jahren Anführer dieser Gilde. Er hat den Armen im Hafenviertel stets Schutz garantiert. Sicher, ich mache es. Gut. Findet heraus, wo er die Steuergelder aufhebt und bringt sie zu mir. Ich brauche auch die Steuerlisten, damit ich feststellen kann, wie viel jeder Bürger zahlt. Dann können wir das Geld zurückgeben. Okay, Schatten mögen euch verbergen. Ich würde sagen, das machen wir aber dann in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.